Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal 4 Buttons zur nächsten Begegnung in der Gruppe C, ja, und zwar potenzielle Gegner von Deutschland. Ich bin Nightflyer und ich übernehme die Kontrolle über die Ukraine. Nee, über Nordirland. Okay, dann nee, Nordirland, wenn es so sein muss. Ich bin Raindrop und ich spiele die Ukraine. Ah, da geht's wieder chaotisch los. Schau nochmal kurz Aufnahme, die ist das Strategie deine oder meine? An. Das dürfte deine sein. Okay, dann schauen wir uns die Strategie an. Ja, die schauen wir uns an. So, du mit einer Spitze und ich mit zwei Spitzen. Mhm. Könnte interessant werden. Ja, ich habe so einen Fünferblock in der Mitte stehen. Ja, ja, ich auch. Könnte spannend werden. Nein, ich habe den Fünferblock hinten. Ja. Du hast zwei Fünferblöcke. Quasi. Quasi. Ja. Was? Naja, egal. Anstoß. Na gut, dann legen wir mal los hier. Grün gegen Gelb sozusagen. Ja, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme wurde das Spiel zwischen Deutschland und Ukraine übrigens noch nicht ausgetragen. Das wird morgen sein. Es wird heute sein. Es ist Sonntagmorgen. Mhm. Gerade so halb drei. Und heute drei Abend. Sonntagsmorgens in Deutschland. Genau. Zeit für ein Knoppers. Genau, wollte ich gerade sagen. Ein Knoppers wäre jetzt echt nicht schlecht. Ja. Ja, bin mal gespannt, wie das jetzt hier ausgehen wird. Ich habe Anstoß. In unserem Dingensspiel, Orakelspiel, hat Deutschland gegen die Ukraine gewonnen. Mhm. Und wir wollen mal sehen, wie das jetzt hier wird. Mit Nordirland, ob ich das wiederholen kann. Diesen Sieg. Den grandiosen. Nein, man kann so schlecht den Ball mitnehmen. Da gibt es bestimmt einen Trick für, den ich nur nicht kann. Ja, R3 drücken. R3 drücken. R3? Ja. Was sind das für? Das ist ja total ungünstig. Da kannst du, wenn du angegriffen wirst, dann nimmt er den Ball hoch. Also so ganz komisch. Hier, so das, diesen hier. Ach so. Ja, wobei, der macht das jetzt irgendwie nicht. Mit R3, das finde ich sehr unpraktisch, wenn ich das mal so sagen darf. Da kann man dir den Ball eben nicht wegnehmen. Aber es muss halt eben auch wieder timingmäßig. Wo ging mein der erster, denn hin? Mein erster Versuch eines Torschusses. Der war ja total schlecht. Tja, so ist das, wenn man einen blinden Spieler Kamera in der Mannschaft ist echt hat. Echt schlecht, ne? Die Kamera, die Wiederholungskamera finde ich richtig übel hier. Wieso zoomt ja, der manchmal, so krass ans Netz, dass man nichts manchmal, sieht? Ja, welche Farbe bin ich denn? Du bist grün. Und dein Torwart ist gelb, so wie meine Mannschaft. Dein das Torwart hat ja immer die Farbe wie meine Mannschaft. Ja, der hat auch alle Zeit der Welt da. Boah, also den halte ich, also das, ich habe eigentlich erwartet, dass ich einen Torschuss machen kann. Ich auch. Ich habe schon einen Herzinfarkt bekommen, klein. Oh, du stehst gut, scheiße. Da doch nicht hin. Nein, abseits. Was war denn jetzt? Abseits? Keine Ahnung, bestimmt. Wer war denn da im Abseits, welcher Penner? Ach, der, den ich angespielt habe, alles klar. Habe ich nicht gesehen, also für mich sah es nicht aus wie Abseits. Ja, weil das... Das war ja, ziemlich eine Wanne. Hätte man auch anders entscheiden können. Sagst du? Ja, das fand ich jetzt grenzwertig. Scheiß Entscheidung war das. Nein. Ey! Nein, 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 nein. Du legst mich da einfach um, ey. Nein, 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 nein. Also. Ah, zu lange warte. Meiner! Mein Ernst, dass es spät ist. Nein. Doch. Nein. Das wird, wahrscheinlich der Rest unseres Kommentars. Nein, nein, meiner doch. Doch, nein. Unsere Gehirnzellen sind schon leicht ermüdet. Wie man auch an diesem Spiel sehen kann. Ich glaube, es ist bisher die längste Session, die wir machen, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube schon, ja. Also zumindest zeitmäßig. Ich weiß nicht, ob es die meisten Spiele sind. Brauchen einfach unheimlich lange für alles. Lauf. Stimmt ja gar nicht. Lauf, kleiner Gelber. Oh Mann. Das war scheiße. Scheiß Pass. Das war ein richtig mieser Pass. Scheiß Flanke. So haben wir sie gesehen heute von welcher Mannschaft? Russland? Ich weiß es nicht. Wer hat diese miesen Pässe geschlagen? Wer hat denn gespielt? Ich glaube, war das nicht Wales? Irgendwer Wales konnte keine Pässe schlagen. Miesen Pässe geschlagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Tor. Na, von wegen. Wunschdenken. Wales hat doch keine miesen Pässe geschlagen. Wer hat denn heute alles gespielt? Wales. England gegen Dingenskirchen. Alter! Hätte ich dich fast ins Tor geschossen mit meinem Kanonenball. England hat gegen Russland gespielt. Das ist aber nicht das Spiel, was ich meine. Dann hatten wir Wales gegen... Boah, ja. Super, ich kann es mir super alles merken. Ich könnte gucken. Ja, ich auch. Aber du musst einen Abstoß machen. Wales gegen England. Was? Quatsch. Wales gegen England? Was? Nein, das ist noch nicht passiert. Haben wir erst. Das haben wir gespielt, ja, hier vor. Ja, Mensch, ich bin grün. Das haben wir aufgenommen. Genau. Ja, es ist ein völliges Durcheinander, ne? Also, Hammer. Ja. Oh Mann. Also. Ah, dein Torwart ist so gut für mich. Nein, was mache ich denn? Nya. Aber deine Mannschaft ist deutlich stärker, also das merke ich. Stärker, von wegen. Die ist aufgeweckt. Du schießt gleich wahrscheinlich ein Tor. Weil ja, ich. Das oh, was. Ja, ich bin so stark. Ich knall den Ball ins Aus. Weil ich meine Kräfte nicht kontrollieren kann. Ja. Ein Boah, Versuch, wenn der reingegangen wäre. Wenn der Lefferty reingegangen wäre, dann hätte ich meinen Torwart geköpft. Muss mal so. Die Richtung hat gestimmt. Wo habe ich denn meinen Plan? Aber ich glaube, du warst dran und es gibt eine Ecke. Ja, das war ich. Du machst ja immer das Gleiche. Wales hat gegen die Slowakei gespielt. Wales hat gegen die Slowakei gespielt. Kann auch sein, dass es die Slowakei war mit den miesen Pässen. England, Russland. Russland hatte ziemlich miese Pässe. Welches Spiel war noch? Oder nee. Naja, Russland war so. Weiß ich auch nicht. Da war doch noch ein Spiel. Ja, da war noch ein Spiel, aber ich kann gerade nicht gucken und überlegen. Einmal, also was? Einmal. Ach. Oh, ja. Ja, also man merkt wirklich, dass du spät ist. So mit dem Sprechen, das klappt auch nicht mehr so ganz. Ich find's super. Ey, das war... Ey, komm, jetzt übertreibt man nicht. Hab voll den Ball gespielt hier. Ach komm. Jawoll. Nix. Zack. Ach. So, hast du das gesehen? Ich hab's doch gesagt, dass du ein Tor schießt. Nordirland? Ja, du bist doch von Nordirland, oder nicht? Also ich finde Nordirland besser. Also jetzt so, also nein, so von der Sympathie her, sag ich mal. Ja. Mal sehen, wie sie so spielen. Vielleicht entscheide ich das spontan. Ich bin ja auch oft für diejenigen, die besser spielen. Wobei eigentlich bin ich ja, ich bin schon eher, ich weiß auch nicht. Ja, ist, keine Ahnung. Also beispielsweise, bei welchem Spiel war das? Welches Spiel war noch mal jetzt heute? Wales, Slowakei, England, Russland und ja? Noch irgendeins. Genau, das suche ich. Das Spiel suche ich.
Schweiz, ja, Schweiz gegen... Nee, boah. War nicht Schweiz. Doch, Schweiz war... Nee, Schweiz war gestern, Frankreich, ne? Das war ein Durcheinander. Ich muss gleich mal gucken, glaube ich. Oh, Übersteiger. Vollkommen sinnloser Übersteiger. So, auf geht's zum nächsten Tor. Komm, beweg dein Popo. Das wäre es ja, wenn der Torwart jetzt nicht... Mann, ich komme echt nicht drauf, wer gespielt hat. War das denn Gruppe A oder B oder was? Was war heute? Keine Ahnung. Schon Halbzeit. Oh je, Mini. Albanien, Schweiz. Albanien, Schweiz war es. Und da war ich zunächst eigentlich für die Schweiz. Aber ja. Ich fand, die Albaner haben viel, viel mehr Kampfgeist gezeigt. Und deswegen habe ich dann tatsächlich mich dann in der zweiten Halbzeit dazu entschieden, für Albanien zu sein. Das war das Spiel. Ja, ich war, glaube ich, da am Ende war ich für niemanden mehr. Und in dem Spiel, ich weiß jetzt nicht, aber ob es die Albaner waren oder die Schweiz, eine von den beiden Mannschaften hat extrem miese Pässe geschlagen. Es war so übel. Das war doch Albanien, oder nicht? Das ich glaube, es war Albanien, ja. Die haben Probleme mit diesen Pässen gehabt. Aber trotzdem, die haben gekämpft einfach. Faul. Und das fand ich... kann passieren. Das war klar. Fick dich, du Penner. Boah, naja. Guck mal, ich habe eindeutig den Ball gespielt. Naja. Naja, okay, jedenfalls fand ich, dass die Albaner wieder wesentlich mehr Kampfgeist hatten und die haben einfach das bessere Spiel gemacht, in meinen Augen. Auch wenn sie es mit den mit dem Flügelspiel nicht so hatten, mit den Pässen. Die sind einfach nie angekommen. Ja. Das war etwas schade. Ich fand das ganze Spiel nicht so schön anzugucken, glaube ich. Das hat mich gelangweilt. Ah, nee, ich fand das Spiel spannend, ehrlich gesagt. Nee, ich nicht so. Ach, oh Mann. Lalalala. Was ist los? In welche Richtung musst du denn jetzt? Tja, sag ich dir nicht. Oh Mann, ey. Falsche Richtung läufst du. Ich frag mich, wieso der den so hart geschlagen hat. Hast du gesehen, wie kurz ich drauf gedrückt habe? Da sieht man ja diesen Balken da immer. Nee, ich sehe deinen Balken, glaube ich, nicht. Doch, achso, das kann natürlich sein. Macht ja Sinn. Hast du diesen Daumendurchlauf gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, was ein schlechter Kopfball. Naja, versuch was. Ja, aber dieser Durchlauf war nicht schlecht. Ich bin da chancenlos gewesen hier. Aber das ist übrigens auch was halt mit diesen Alleingängen. Es dauert eine Weile, bis man echt ein Gefühl dafür kriegt, wann man in welche Richtung steuern muss. Ja, sehe ich auch so. Und wenn du das richtig gut drauf hast, dann kannst du das hier, glaube ich, schon ganz gut spielen. Ja. Kann man wohl. Hol ihn dir. Ach, Herr Jemini. Ich denke so, irgendwie mal, ich bin Schweden oder so. Ich weiß auch nicht, wieso. Gleiche Farben. Bisschen Luft holen hier. Schweden haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Das war's mit dem Luft holen. Ey! Nein. Da bin ich ins Netz gelaufen. Wie ein Fisch. Zappelig. Au. Oh. Leck mich am Arsch hier. Komm. Ach komm, wieso kann ich diese Fernschüsse nicht? Ja, das hat deine Mannschaft nicht so gut drauf. Nee, hat sie gar nicht drauf. Ich glaube, ich muss den Ball ins Tor tragen. Könnten ja wenigstens mal torgefährliche Schüsse sein. Mhm.
Ja, das war, hast du völlig falsch erwischt da, den Ball. Naja. So, machen wir einfach mal einen ganz normalen Abstoß. Und ab geht's. Oder auch nicht. Ja, oh, da. Das für ein Tor, der Ball ist noch heiß. Nee, ah, der fuck, ist kalt. Kram. Kalt ist der Ball. Eiskalt. Alter ah, Schwede. Ah, schlecht. Ich drücke falsch. Was? War eh abseits, aber eigentlich, das war, also, das war doch kein Abseits. Guck mal, die Linie war an der falschen Stelle. Wir waren auf gleicher Höhe. Das war kein Abseits. Das war definitiv kein Abseits. Also, manchmal, weiß ich nicht, also, das regt mich auf. Ah ja, warum läuft denn keiner los hier? Man weiß es nicht. Warum läuft mein Torwart raus und bleibt dann stehen? So total unentschlossen. Warum machen... Achso, weil ich grün bin. Ah, Mann. Ups. Ich wollte gerade sagen, warum machen meine Leute schon wieder, was sie wollen, aber... Keiner macht, was er... Was soll hier? Nein. Ja. Nein. Ja, nein. Was geht denn jetzt? Alter Schwede. Nein. Jetzt reicht's aber. Du spielst ja auch nur in die Spitze. Ja, ich meine, ich spiele so, wie was machen könnte. Die denn? Ach nee, komm. Ich bin kein Fan von Abwehr hier. Kein Fan. Also so dämlich kann man sich als Abwehr gar nicht anstellen. Ja, siehst du doch, dass das geht. Guck mal, weiß ich auch nicht. Also die Abwehr hier ist doch mal ein bisschen... Der geht nicht mal zu dem hin, der bleibt einfach stehen. Ja, warum machst du das nicht so? Du wechselst zu einem Abwehrspieler, wenn du... Also der Ball, ich komme zu dir, ja? Ich war ja ein Abwehrspieler. Du wechselst zum Abwehr, der neben dir ist. Und dann haust du noch zusätzlich auf die Quadrattaste, also lässt sie gedrückt. Dann kommt sofort ein zweiter Spieler. Natürlich. Auf den Ball. Aber da kam ja auch einer. Aber der in der Mitte stand, der hat überhaupt nichts gemacht. Ja, du kannst auch leider nur einen Spieler zur Hilfe rufen. Ja, ich weiß. Ich will ja auch nur, dass der andere seinen Job macht. Der muss ja nicht mal zu mir kommen. Weiß. Also die hattest du ja bei anderen Spielen auch schon, die wir jetzt zuvor gespielt haben, dass die Abwehr teilweise ein bisschen... Ja, das ist definitiv so. Also. Das ist nicht immer schön. Zum Beispiel jetzt, das ist gerade total unschön hier alles. Ach, komm. Eieiei. Oh. Eieiei. Den hätte ich passen sollen, aber ich habe... Bitte was? Was soll denn der Scheiß schon wieder? Die wollen mich jetzt aber auch verarschen, oder? Der hat den doch gespielt, den Ball. Wie doof ist denn das? Das ist jetzt ein Fehler im Spiel, sorry, aber das war ein Fehler. Ja, das ist die ganze Zeit hier ein Fehler. Das ganze Spiel ist ein Fehler. Der Ball, der Typ, der im Abseits stand, der hat den Ball geflankt, zurück. Und dann ist der Kopfball aufs Tor. Ja, es war völlig im Abseits. Du willst mich verarschen, ey, dieses Spiel ist. Also das muss ich mir auf jeden Fall in der Aufnahme nochmal angucken. Das war alles sehr merkwürdig gerade. Also, Fußballexperten unter euch, erklärt uns das bitte. Ja, ich meine, das Spiel muss das ja als Pass gesehen haben, diesen Kopfball. Was ist denn hier los? Verdammte Axt! Ja! Anschluss. Ja, da konnte ich nicht mehr viel machen, Naomi. Jamolenko. Ja, das war ein ziemlich wuseliges. Das ist immer so... Ja, keine Ahnung. Da habe ich keine Kontrolle reingekriegt gerade. Und dann saß er. Kein Abseits. Ein Wunder ist geschehen. Ja. Kannst du machen, nix. Wie viele Minuten sind wir denn? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, 70, 80. Nicht mehr so lang. Das heißt, ich muss mich jetzt noch ein bisschen anstrengen, wie es aussieht. Ja. Ich glaube, wir spielen ziemlich unrealistische Ergebnisse in letzter Zeit. Oh, ist gleich zu Ende, das Spiel.
Leck. Das laggt. Also ein so ein Leck muss in jedem Spiel drin sein, ne? Mindestens. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Kannst vergessen. Hey, wir sind schon über die 3 Minuten, wollte ich nur mal eben sagen. Da hatten wir gestern auch, war das nicht das Frankreich-Spiel gestern? Wo 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt wurde und der einfach nicht abgepfiffen hat, der Penner? Ja, aber das ist ja realistisch, das machen die ja in echt auch nicht. Ja, nein, nein, es ging ja in echt, es ging ja um echt, also das richtige Spiel gestern. Ja, das stimmt, der hat... Na? Und da war überhaupt nichts, da war nichts, was diese Minute zusätzlich in irgendeiner Form noch gerechtfertigt hätte. Ja. Na gut, so, was haben wir hier? Er spielt 2-1. Ja, ein Wunschergebnis, aber vielleicht kein realistisches. Für mich ist es ein Wunschergebnis, ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich könnte mir das schon vorstellen. Vorstellen, ja. Mal sehen, wie sich die beiden Mannschaften so schlagen. Morgen ist ja erstmal Ukraine gegen Deutschland im Fernsehen. Dann können wir mal gucken, wie die Ukraine so ist. Genau. Nichtsdestotrotz, was ist denn dein Tipp für dieses Spiel jetzt? Boah, schwer. Das ist schwer. Ich sag, es wird ein Unentschieden. Ich sag mal 1-1. Ich sag mal 1-0 für Nordirland. Also so ein Sympathie-Tipp jetzt. Ja. Okay. Ja, eure Kommentare haut bitte gerne in die... Ne, was wollte ich gerade sagen? Eure Tipps meine ich. Haut bitte eure gerne. Tipps haut in die Kommentare. In die Kommentare. Heute Kommentare haut in die Tipps. Ja, ihr wisst, was wir meinen. Und damit verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.